Da sind wir, einen schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, mit der Besprechung der Märkte heute. Der Blick auf das Pfund. Es lässt tiefere Notierungen erwarten. Die Details dazu gleich in... Ja, der Fokusanalyse der tickenden Charts. Zunächst wie immer jeden Morgen die Bitte auch diejenigen, die schon live zuschauen, das Längeren kennen das schon. Liken Leute, einfach aufs Mäuschen klicken, den Daumen hoch, das Ganze bitte direkt jetzt machen. Also jetzt zur Maus greifen, das Like klicken und damit jawohl zeigen. Es ist gut, was wir hier tun. Ich bin auch gerne, ähm, ja, erfreut oder ich bin immer erfreut, dass es auch Feedback gibt. Das heißt, wenn was gewünscht wird, Änderungswünsche oder aber Wunschmärkte auch rein in die Chats an dieser Stelle, beziehungsweise unten drunter äh, unter die Videos auch schreiben. Das kann ich dann lesen, da kann ich drauf reagieren. Das ist mir wichtig, das ist die Interaktion hier an dieser Stelle und die bringt uns weiter nach vorne und die Likes geben halt anderen auch die Möglichkeiten zu sehen, was wir hier jeden Morgen besprechen, welche dynamischen Moves wir hier aus den Charts ausarbeiten, die Handelsideen. Deswegen einfach draufklicken, sams Up, das freut mich immer sehr. Wir kommen auf den Risiko, Risikohinweis zu sprechen. Ich bitte das, was hier entsprechend in der Gänze hier geschrieben steht, auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Und ich sehe auch schon, die ersten Grüße kommen schon mit rein Wunschmärkte sind jetzt noch nicht da. Also wer Lust hat, was zu sehen, rein in die Chats und los geht das hier. Kommen wir zu den Tagesnachrichten an sich. Heute ist Dienstag, der 23. März und wir sehen es hier hinten auf dem Schirm. Es ist eine Riesenlatte äh, von äh, Notenbankern in den USA heute zu sehen. Die Woche ist mehr oder weniger ziemlich stark ausstraffiert mit Reden. Von äh, Zentralbanken. Wir haben die, beziehungsweise von Zentralbankmitgliedern, beziehungsweise auch äh, den ersten der Zentralbanken. Äh, wir haben hier die FED, äh, da haben wir um 0:15 Uhr äh, ein FED-Mitglied äh, eine Rede gehabt. Wir kriegen eine Rede von einem EZB-Mitglied heute am Vormittag in den nächsten Minuten. Wir kriegen am Nachmittag FOMC-Mitglieder, die sprechen. Wir haben äh, heute und morgen äh, Janet äh, Yellen und Paul am äh, ja, Mikrofon sozusagen die Rede und Antwort stehen zu den aktuellen Maßnahmen, um die Pandemie und die Auswirkungen der Pandemie in den Griff zu bekommen und darüber sprechen, äh, wie sie sich die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft vorstellen, was dort alles zu machen gibt. Das ist wichtig für die Märkte und das sind halt einfach auch Sachen, die müssen besprochen werden und darauf wird der Markt entsprechend auch mit reagieren. Und das ist ziemlich starker Tobak in Teilen. Wir haben es ja gesehen, äh, dass die äh, Anleger den äh, Worten der FED nicht ganz vertrauen, dass es dieses Jahr keine Zinserhöhung mehr gibt. Man rechnet durch äh, die Reihe weg mit deutlicheren ähm, anderen Ergebnissen, dass die FED nämlich schon früher als erwartet die Zinsen erhöhen muss. Das sieht man halt auch am langen Ende bei den Anleihen. Die sind auf Rekordniveau, in Anführungsstrichen Rekordniveau, aber die sind schon ziemlich stark äh, durch die Decke gegangen und die haben halt die Anleger dorthin getrieben und das zieht dann halt auch andere, sage ich mal, Investoren an sich und das sorgt dann halt dafür, dass Technologie abverkauft wird, weil die Risiken einfach ähm, ja zu groß sind äh, für die Rendite, die man einfahren kann und deswegen wird da in Teilen halt ziemlich stark verkauft oder was heißt in Zeilen ist schon weit in die Fläche rein. Deswegen sind die Reden hier der Notenbankchef sehr, sehr wichtig. Schweiz kriegt man diese Woche auch noch. Schweiz ja übrigens, ähm, soweit ich weiß, weltweit die niedrigsten Leitzinsen. Ne? Eine der höchsten Leitzinsen ähm, hat, glaube ich, gerade äh, die türkische Lira mit 19%. Gut, kann man sich jetzt aussuchen, was einem da lieber ist, die Schweiz oder die Türkei. Ich denke mal, da steht die Richtung fest. Aber das sind die Dinge, die wir haben. Und die Notenbankchefs, die sind halt wichtig, weil die sagen etwas aus zu dem, wie die Politik der ja, Zentralbanker läuft. Und das beeinflusst dann natürlich direkt auch die Wirtschaft sowie auch die entsprechenden Indizes und logischerweise im ja gleichen direkten Zusammenhang entsprechend auch die Währungen und da kommt zu den Schwankungen und die schauen wir uns jetzt einmal an indem wir zum Beispiel hier auf der Uhr haben das Währungspaar Britisch Pfund US Dollar der Chart wie immer direkt auch gleich in groß hier damit jeder ja High Definition sehen kann heißt also an dieser Stelle nur der Chart. Der Seidel ist weg. Die Stimme ist da. Wir sehen das Pfund hier im Tageschart und zwar verortet. Wir sehen es hier im größeren Kontext natürlich innerhalb eines Aufwärtstrends. Im kleineren Kontext allerdings. Ich lösche mal ganz kurz die. Untergeordneten Linien raus, die brauchen wir gleich. Im kleineren Kontext sehen wir allerdings, was sich im Rahmen der aktuellen korrektiven Phase hier gebildet hat. Wir sind ja hier unten vom Zwischentief in diesem Aufwärtstrend, das lag um die Marke von 1,35,65 mit einer schönen Dynamik nach oben gelaufen. Das Hoch wurde markiert hier bei 1,42,40. Und dann ging es runter in die Korrektur rein. Nun seit ein paar Wochen mehr oder weniger gibt es äh, ja, nur ein Hin und Her geplänkelt der Kurse ähm, zwischen den Marken von 1,40, 10 und 1,38. Das ist mal die Bandbreite hier. Und aus, aus aktueller Sicht hier auch im Rahmen des Tagescharts, dann sehen wir halt auch, dass dieser Auffangpunkt, den wir hier haben, schon ein marktrelevanter ist. Wir haben es hier gesehen, wir sind hier drüben. Wann war denn das gewesen? Äh, Im Februar, Anfang Februar. Über dieses Hoch hier bei 1,37,50 ausgebrochen, haben dann auf relativ hohem Niveau konsolidiert und da hat sich auch der Drehbereich hier um die 1,38 rum als haltbar ausgewiesen und dann ging es zack ziemlich dynamisch auch zur Oberseite rauf. Und dieser Bereich bildet momentan die Unterseite einer Trading Range. Und wir sind nun mal jetzt auf der Unterseite der Trading Range verortet. Und was gibt es da? Natürlich, da gibt es den Blick auf die Unterseite und hier im Teil. Tageschart, muss man dazu einfach dann sagen, sollte es tatsächlich zum Ausbruch durch die Unterseite kommen, wäre ein naheliegender Anlaufpunkt hier dieser Support um die 1,3750. Also, das ist das größere Kauflevel hier auf Tagesbasis. Und wenn der nicht hält, bezogen auch auf diesen Trend, der hier so schön nach oben läuft, wäre dann. Der letzte Halt dieses Trends hier unten das Level um die 1,3565. Das ist dann quasi ja, das tiefste oder die tiefste Möglichkeit hier im Rahmen der Korrektur. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Luft. Und diese Luft zur Unterseite her lässt sich dann halt sehr gut nutzen. Zum einen das Thema. Ausbruch aus der Range, das kann man im relativ kurzfristigen Zeitrahmen traden, zum anderen aber natürlich dann die Swings zur Unterseite rein, weil möglicherweise sehen wir tatsächlich den Kursrutsch zur Unterseite und da sieht man dann auch in dem Moment, hätte sich dann im größeren Kontext natürlich auch ein Abwärtstrend gebildet. Also das, was wir hier jetzt im kleineren Kontext sehen, ist ja nur das Hin und Her geschwinge. Ne? Wir sind hier runtergelaufen, haben hier kurz korrigiert, aber im größeren Bilde, im gröberen Bilde, wenn wir da unten drunter rutschen, unter das Tief der Range quasi, dann haben wir es halt ja damit zu tun, dass wir auf Tagesbasis einen größeren, validen Abwärtstrend haben hier. Das wäre dann genau dieses geschehen. Und da haben wir dann tatsächlich die Möglichkeit, wenn das dann da ist, dass der Fortgang des Ganzen durchaus hier Richtung. Dieses Zwischentiefs bei 1,35,65 runter läuft. Ansonsten ist natürlich auch eines ganz klar: Nimmt der Markt sich hier oder fasst sich der Markt das Herz? Die Käufer kommen zurück. Dann wäre erstmal natürlich das Thema der In-Range-Trading-Strategie. Die schauen wir uns gleich in den kleineren Zeiteinheiten an. Aber auf dem Weg zur Oberseite heißt das halt auch sollte es der Markt tatsächlich jetzt endlich mal schaffen von unten nach oben auszubrechen also über das Zwischenhoch hier oben drüber dann könnte es durchaus interessant werden denn dann haben wir hier den Weg nach oben wieder frei das heißt dann ging es nach unten und jetzt dann hier durch dieses Geplänkel wieder drüber dann trennte der Markt wieder hoch über der 14010 und dann heißt der Weg, Zumindest mal aus charttechnischer Sicht relativ frei Richtung Trend hoch bei 1,42,40. Und wenn wir da mal noch auf den Wochenchart mitschauen wollen, da muss ich mal das Ganze etwas kleiner skalieren. Wir haben nach oben hin halt auch eine ganze Menge Luft noch da. Also da ist schon einiges drinnen. Die Frage ist halt nur, wie wird sich diese Korrektur jetzt entsprechend auflösen? Ne? Geht sie tiefer runter oder schiebt sie direkt nach oben raus? Und die Bullen sind zurück am Ruder. Und wir schauen uns das Ganze jetzt hier an dieser Stelle äh, mal noch im kleineren Bereich mit an. Kurzen Augenblick hier, die kleineren Marker mal mit rein. Und da ist es momentan ja nicht ganz so wichtig, ob man sich das im Stundenchart oder im Vier-Stunden-Chart anschaut. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Schaut mal hier, das ist quasi der Abwärtstrend und die große Seitwärtsphase, äh, die wir hier gerade im Tageschart gesehen haben. Ne? Und wenn wir uns das Bild mal im kleineren Zeitkontext anschauen wollen, also den Lower Time Frame, den untergeordneten Zeitrahmen, dann sehen wir es auch. Hier haben wir den Abwärtstrend nach unten laufen und der ist absolut intakt. Und das sieht im 4-Stunden-Chart genauso aus wie im Stunden-Chart. Da haben wir die höheren Hochs an dieser Stelle und was wir hier an diesem Punkt natürlich noch mit haben, wenn wir uns die Stunde mal mit anschauen hier an dieser Stelle, beziehungsweise auch die 4 stunden man sieht es halt, es sind die wichtigen Marker, die wir haben. Und das Ganze muss man natürlich hier für das In-Range-Trading mit rausziehen. Und wenn wir uns die Range mal anschauen wollen, dann sehen wir es halt. Wir haben aus jetziger Sicht hier eine ganz, ganz leichte Bodenbildungsphase. Ja, ich möchte da nicht jetzt von einem starken Boden sprechen, aber dieses Level hier um die 1,38,20,21 rum. Ja, da kam der Markt beim Test immer wieder hoch. Und wenn es die Händler jetzt tatsächlich schaffen, hier von unten rauszukommen und hier nicht unter dieses Tief zu fallen, dann haben wir tatsächlich die Chance, oben rauf zu gehen. Das heißt, wenn wir hier oben drüber durchlaufen würden, ja, dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier in diesem größeren Kontext innerhalb der Range mal zunächst hier dieses kleine Zwischenhoch bei 1,3877 und dann diese Median, dieser Medianbereich, das ist wirklich das für die kurzfristigen Trader. Das Median liegt halt mittendrin zwischen diesen beiden, ähm, ähm, sag ich mal, Range-Seiten. Und da sehen wir, da dreht der Markt immer mal so ein bisschen hin und her. Das sind beachtete Bereiche. Und wenn es da drüber gehen sollte, dann wäre der nächste Anlaufpunkt mal hier oben. Dieses Zwischenhoch bei 1,3960. Diejenigen, die allerdings den ja, Range oder die Range als Trading-Parameter mitnehmen möchten, die sind besser bedient, in die kleineren Zeiteinheiten reinzuschauen. Da gehen wir jetzt zum Beispiel hier mal in den 15-Minuten-Chart rein. Warum ist man da besser bedient? Weil man einfach in der Range häufig deutlich kürzer tradet ähm, und dann natürlich die Einstiegssignale viel, viel früher braucht. Und bis wir in dem 4-Stunden-Chart das Einstiegssignal bekommen, ist natürlich viel, viel, viel zu viel Bewegung weggegangen. Aus diesem Grund brauchen wir die kleineren Zeiteinheiten und aus jetziger Sicht sozusagen, das ist etwas, das schreibe ich in den Artikeln natürlich nicht, weil das viel zu kurzfristig gedacht ist. Ne? Wenn ich so einen Artikel veröffentliche, äh, dann sind diese Setups, die wir jetzt hier besprechen, häufig schon einfach Geschichte, einfach was so eine kleinere Kerze natürlich viel, viel mehr äh, Bewegung mit reinbringen kann. Und aus der jetzigen Sicht wäre oder ist es halt ganz klar an dieser Stelle wichtig zu sehen, was wir hier machen. Und wenn wir hier mal kurz schauen, hier, schaut mal, das ist momentan. Der Trend zur Unterseite hin in den 15 Minuten innerhalb der Range und wir sind hier unten verortet. Hier das ist der kleine Unterstützungsbereich und hier sind wir jetzt drüber über das kleine Zwischenhoch hier drüben. Und das ist jetzt das interessante, spannende an der Geschichte. Wenn wir nämlich jetzt hier äh, die Aufwärtsdynamik sehen, das heißt, wir kommen jetzt von unten raus zur Oberseite drüber, dann fängt der Markt an nach oben zu trenden und dann können wir im kleinsten hier schon drauf gehen, wenn wir hier, sind wir ja jetzt drüber gegangen, haben wir jetzt hier den Aufwärtstrend mit liegen, wartet, ich skizziere euch den stehe, ich stehe mal ganz kurz mit ein hier, also hier ging es nach oben und wenn wir jetzt hier aus der Korrektur zur Unterseite her rauskommen und dann es schaffen, oben drüber zu laufen, dann haben wir hier im Kleinsten den Aufwärtstrend und der hat dann durchaus das Potenzial, die Oberseiten mit anzulaufen, planbare Anlaufpunkte im Kleinen, schaut mal hier. Dieses Zwischenhoch hier oben, grob der Schwungbereich um die 1,38,65. Als nächstes hier auch wieder im Kleinen, das ist Klein, das ist ganz wichtig. Die 1,38, was haben wir da? Gute 72. Dann haben wir hier das kleine Zwischenhoch 1,3877 und dann hier schon dieses Hoch, was ich gerade auch im 4 stunden chart gezeigt habe, die 1,38. Was haben wir da 86? Das ist das Hoch, was wir dort haben. Und wenn das alles rausgenommen wird, dann stehen wir mitten in der Range und da auch dort können wir interessante Bereiche sehen, denn wir sehen es auch hier. Das war das Level hier drüben, ähm, als diese Aufwärtsdynamik hier deutlich nach unten rausgenommen wurde. Das wäre mal möglicherweise ein Drehbereich, aber dem würde ich nicht zu so viel Bedeutung äh, sozusagen zugeben an dieser Stelle, weil das ist innerhalb der Range, ja, beziehungsweise hier an dieser Stelle innerhalb des Medians der Range. Wir können uns da an dieser Stelle im kleineren viel besser orientieren, indem wir dann sagen, okay, wenn wir hier oben drüber schieben, wo haben wir gute Anlaufpunkte und schaut mal hier oben. Dort haben wir so eine Art Mehrfachtestbereich um die 1,39, 35 rum und dann haben wir hier... Das ist allerdings auch sehr, sehr, sehr klein, aber aus diesem starken Rutsch nach unten hier noch das kleine korrektive Zwischenhoch um die 1,39,18 rum. Das sind die Marker, die wir da haben und da werden wir hier an dieser Stelle, hier unten von der aktuellen Verortung, halt sehen, was der Markt jetzt macht. Ne? Macht er hier nur eine Korrektur der Aufwärtsbewegung und dreht dann direkt nach oben? Wird natürlich genau das gespielt, wird das allerdings nicht passieren und der Markt verkauft hier unten an diesem kleinen Supportbereich ab. Gut, dann haben wir es einfach, dann war da kein Kaufinteresse da und dann müssen wir die Unterseite betrachten und das ist quasi hier an dieser Stelle der kleinere Bereich, also hier, wenn wir das mal in der Stunde schon, dieser wird dann abverkauft und dann geht es zur Unterseite und da wird es wirklich hochinteressant, was wir hier an dieser Marke entsprechend sehen. Das ist der Blick in das Cable, wie schon gesagt, Wunschmärkte, bitte auch rein, wir haben schon ähm, WTI. An dieser Stelle ähm, bekommen wir heute auch noch rein. Ähm, ich bekomme jetzt hier noch eine Frage, die technische Frage. Die hatten wir schon mal. Beim Chartverlauf ist auf der waagerechten Achse die Zeit ähm, aufgetragen und auf der senkrechten Achse die Werte der Indizes, Wert, äh, Währung etc. Ähm ich kann die zeitachsen nicht größer darstellen also ich kann das ist der metatrader und das ist eine software da kann ich das nicht verändern diese zahlen die wir hier sehen die sind wie sie sind ich kann die leider hier nicht größer machen ähm, da müsste ich ein eigenes programm programmieren hier dass der metatrader das besser kann wir haben hier keine chance das äh, tut mir ernsthaft leid da sind mir die hände gebunden ich weiß was man meint es macht aber auch keinen sinn wenn ich die bildschirmauflösung größer mache dann sehen wir nämlich überhaupt nichts mehr äh, von der charthistorie weil alles größer wird das ist dann wie unter der lupe also ist, ist, wie es ist. Ich kann leider die Zahlen, die Zeiten äh, und die Preisachse nicht größer machen. Das äh, geht nicht. Zumindest, ich weiß es nicht, wie es im Metatrader geht, wenn jemand eine Idee hat. Ähm, bitte raus damit, aber technisch. Ich bin da nicht unbegabt. Ich habe noch nichts gefunden, wie man hier quasi diese Leisten, ja, visuell die Zeilen hier bzw. die Zahlenangaben einfach größer stellen kann. So, das wäre dazu. Jetzt schauen wir in den währungen und zwar hatte ich gesagt euro us dollar und das währungspaar ähm, oder die neuseeland dollar hier heute in zusammenarbeit mit dem us dollar und da ist nämlich etwas recht interessantes passiert kurzen augenblick den nehmen wir uns gleich mal hier zur brust neuseeland dollar us dollar wo ist er hier das ist äh, ja hier sieht man schon den starken Move nach unten an diesem Punkt. Wir gehen mal kurz auf den Tageschart. Da sieht man es, der Markt hat hier endlich eine Entscheidung getroffen, was an diesem Support unten passiert. Also hier, ich nehme es mal kurz mit rüber. Schaut mal hier im Tageschart, kann man es recht gut erkennen hier an dieser Stelle. Das ist das Tief hier unten. Das ist der Support gewesen, um die Marke von 1,70 knapp 1,71 hier unten und da sind wir jetzt mit einem ordentlichen Move zur Unterseite durchgerutscht. Wir sehen es halt auch hier der kleine Abwärtstrend hier. Also dieser Trend hier ist jetzt tatsächlich auch in der Fortsetzung und das reine Potenzial zur Chart-Unterseite. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir die Unterseite auch beleuchten. Der nächste Anlaufpunkt, den wir hier auf der Unterseite haben, ist mal ganz klar hier unten das Level um die äh, 0,70. Das wäre der nächste Anlaufpunkt. Das ist auch problematisch. Lehmlos, das was wir aus der Korrekturtiefe hier nach unten mit rausnehmen können. Das ist hier ein schöner Anlaufpunkt. Wir haben hier auf dem Weg nach unten, ich mache das mal ein bisschen größer, auf dem Weg nach unten hin haben wir hier noch so ein naja, ich sag mal, äh, Haltebereich so einen ganz kleinen Minimalen um die 07030. Das ist durchaus noch ein Anlaufpunkt, den wir hier im Tageschart zur Unterseite haben wollen. Aber wir sehen es halt hier. Der Markt ist schön aus der Korrektur nach unten durchgestartet und das Ganze mal kurz noch in der Stunde beleuchtet. Ähm, da sehen wir auch entsprechend hier die Situation, wie sie vorher auch gewesen ist, die Beleuchtung, also hier der Abwärtstrend hier. Die korrektive Phase zur Oberseite hin und jetzt trennten wir hier zur Unterseite rein. Wir sind in eine relativ weite Bewegung momentan reingelaufen. Ähm, wir sehen es allerdings auch in der Historie hier. Ich gehe mal kurz noch auf den 4-Stunden-Chart, da sehen wir ein bisschen mehr. Es gibt hier an dieser Stelle nicht wirklich viel, was aufhält. Ne? Wie schon gesagt, das ist das, was ich gerade im Tageschart auch gezeigt habe, hier unten, ähm, dieses kleine, dieser kleine Aufhaltspunkt bei 07030, der wäre durchaus noch eine relevante Anlaufmarke, falls der Markt der Beachtung schenkt. Ähm, und wenn der ein oder andere sich fragt, wieso diese Marke jetzt äh, dort mit raufkommt, wie schon gesagt, die Relevanz ist nicht ganz so hoch. Aber äh, wenn wir uns mal kurz anschauen wollen, was hier passiert ist, wenn die Händler, die jetzt in diesem Bereich, hier unten ihre Positionen eröffnet haben und sich sagen: Okay, wir wollen dem Markt so viel Freiraum wie möglich entsprechend auch geben. Und die haben ihre Positionsabsicherung halt in irgendeiner Art und Weise hier in diesen Bereichen mitlegen. das haben wir ja Wahrscheinlichkeiten, dass dort eventuell was liegt. Und dieser Kursbereich hier unten ist halt noch nicht abgefrühstückt worden. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz vorstellen wollen, schaut mal hier unten, ging es dann mit dem Trend zur Oberseite hin. So, das wäre mal der ganze Bereich hier an dieser Stelle. Und wenn wir das jetzt einfach mal im ganzen Fortgang sehen ähm, und die äh, entsprechenden Orders, die möglicherweise noch im System liegen, mal betrachten, dann sieht man halt einfach aus diesem Bereich jetzt raus, dass wir hier diverse Orders haben, die schon abgefrühstückt wurden. Ne? Also schaut mal, alles, was hier lag, ist abgefrühstückt worden, definitiv durch diesen Rutsch nach unten hier. So, dann ging es deutlich nach oben. Die Orders, die hier gelegen haben, sind quasi durch das, was wir hier drunter, diesen Rutsch, hier drunter gesehen haben, die sind jetzt sozusagen definitiv rausgenommen und das, was jetzt möglicherweise noch liegt, sind halt die Orders, die hier an dieser Stelle liegen, beziehungsweise dann logischerweise hier in diesem Bereich um die äh, Marke von 0,70, das ist das Level, also diese Punkte sind noch offen und da könnte es unter Umständen ja einen, einen, einen Rücksetzer zur Oberseite hingeben, das dazu, deswegen da kommen diese Linien sozusagen her, was jetzt natürlich sehr sehr interessant ist, dass wir sehen, diese starke Dynamik, die wir hier tatsächlich zur Unterseite mit aufweisen, liegt halt daran, dass der Neuseeland-Dollar momentan relativ schwach wird. Ja, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle den Chart vom, ähm, vom US-Dollar, der ist... Relativ stabil, so um den Bereich von 91,90 rum hier äh, in, diesem, in, diesem, in diesem Drehbereich rum. Aber wenn wir uns mal ähm, den entsprechenden Neuseeland-Dollar anschauen wollen, dann sehen wir halt, dass der schon deutlich schwächelt. Und der nächste Aufhaltspunkt im äh, Neuseeland-Dollar, den haben wir halt hier unten um die Marke von 70. Und wenn das fällt, sehen wir hier den, den äh, entsprechenden Ausbruchsbereich um die knapp 68, was dann mal das nächste Anlauflevel wäre. Ähm, und das ist natürlich etwas, diese beiden Konstellationen, ähm, ja, die machen das Ganze äh, natürlich dann äh, so vom Ausschlag her, dass der Markt halt schwach reagiert und nach unten fällt an dieser Stelle. Ähm, und das sehen wir hier äh, definitiv an diesem Punkt äh, durch die äh, starke Bewegung. Jetzt kommt es allerdings auch darauf an, äh, ich meine, der Weg nach unten hin, es ist noch ein Stück was Zeit, aber wenn wir sehen, mit welcher Dynamik das momentan hier droppt, können wir auch relativ schnell unten an diesen Bereichen sein. Und die. Weiter sich das ausweitet, das habe ich ja schon oft gesagt, wenn irgendwann der Orderflow zu Ende ist, ähm, dann gibt es meistens einen ordentlichen Rücksetzer. Und wenn wir uns diesen ordentlichen Rücksetzer mal noch kurz anschauen wollen, hier, also das heißt dann bezogen auf diese Abwärtsdynamik, die wir hier haben, da gehen wir jetzt mal eben in den 15-Minuten-Chart rein. Und da sehen wir es halt auch, selbst im 15-Minuten-Chart ist nicht wirklich viel von Trend zu sehen. Ne? Das ging ziemlich stark nach unten, hier ein kleiner Rücksetzer, stark nach unten nochmal ein kleiner Rücksetzer. Dann hier durch, hier, eine, naja, auch ein leichter Rücksetzer und dann der Schub zur Unterseite hin. Das heißt an dieser Stelle, äh, wenn man das im Kontext mal sehen möchte, hier oben wäre es jetzt wichtig, sollte ein Rücksetzer kommen, wäre es natürlich erstmal hier das Ausbruchslevel um die Marke von knapp 0,71, was der erste Anlaufpunkt wäre. Und aus aktueller Sicht, also jetzt zu sehen, äh, wäre das Thema nachhaltiger Rücksetzer im Kleinstbereich natürlich erstmal notwendig, dass wir hier über dieses kleine Zwischenhoch um die Marke von... 07083 drüber laufen. Dann haben wir eine Chance, hier oben reinzulaufen, Richtung 171. Und sollte der Markt dazu Lust haben, noch höher zu laufen, dann haben wir hier oben diese kleinen Zwischenhochs, die damit drin sind. Also je nachdem, wie dynamisch das wird, da hätten wir dann sozusagen auf dem Weg nach oben hin nach der 071 hier noch die 071 knapp 15 und hier die 071 um die 34. Das sind mal Punkte. Die durchaus im Anlaufbereich drin sind. Wenn es ein dynamischer, sehr, sehr extrem starker Rücklauf wird, ganz klar, dann haben wir auch hier. Die 07180 oben noch drinnen liegen. Da muss ich die Linie allerdings mal kurz jetzt in Rot machen, äh, weil das ist dann schon ein deutlicher Rücklauf aus der Abwärtsrichtung nach oben hin. Und da ist das natürlich ein Widerstandslevel da oben. Also diese Marke ist auch da. Und wenn wir uns das mal eben kurz im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, schaut mal, das ist einfach jetzt hier der Rücklauf von unten nach oben raus. Die Trends sehen wir da kaum ne? an dieser Stelle. Ähm, das ist halt ein Zeichen dieser extrem hohen Dynamik, die wir da haben. Und der Markt ist wirklich sehr, sehr. Sehr schwach und hier kommt es jetzt halt tatsächlich darauf an, äh, wie man es macht. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ich mache, ist ich persönlich, ähm, wenn ich diesen Trade jetzt vorbereite, ich würde mich nicht mehr in diese fallende Bewegung reinstoppen lassen, weil das einfach schon viel, viel, viel zu weit gelaufen ist. Ne? Der Drops ist gelutscht, das ist hier oben der perfekte Zeitpunkt gewesen. Ähm, das kann man rückwirkend natürlich immer sehr, sehr leicht sagen, ja? so wie wir es hier oben auch gehabt haben. Oben immer rein, ist immer gut an dieser Stelle, gerade wenn die übergeordnete Phase sozusagen abwärts gerichtet ist. Äh, ich würde mich aus kurzfristiger Sicht jetzt eher auf die Lauer legen. Und zwar auf die Lauer, wann geht diese Bewegung nach unten zu Ende? Und wenn wir dort die ersten Umkehrsignale bekommen, und da hilft quasi wieder der 15-Minuten-Chart, wenn wir dort jetzt sozusagen über die 0,70, 82, 0,70, 83 drüber laufen würden, das wäre dann. Ein Indiz dafür, dass der Markt tatsächlich nach oben möchte und wir dann ja die Oberseite so ein bisschen mit antesten können. Noch ist davon nichts zu sehen, ja. Das heißt, hier entspannt auf die Lauer legen und dann zuschnappen, das ist natürlich das, was hier im kurzfristigen Trading immer wieder zum Erfolg führt. Und damit gehen wir mal noch auf das Währungspaar Euro-US-Dollar ein. Wie schon gesagt, das Währungspaar ist momentan, äh, ja, sag ich mal, wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Es geht mal einen Tag hoch, es geht wieder einen Tag runter. Wir haben es hier gesehen, Montag ging es hoch, heute geht es wieder ein bisschen runter. Man muss sehen, was wird. Aus aktueller Sicht ist natürlich das, was die Notenbankchefs sagen, hier an dieser Stelle sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir bekommen diese Woche auch noch eine Rede von, äh, von Frau Lagarde auf diesem auf diesen, ähm, Banken-Digitalen-Finanzkongress ähm, in den USA, also wo es quasi zum Thema auch der digitalen, Beziehungsweise, wo der ganze Gipfel auch ähm, über die digitale Schiene für die Zukunft mit abgehalten wird. Also sehr technologisch gehalten, das Ganze auch, ähm, wo es hier hingehen soll. Ähm, da wird noch einiges zu erwarten sein und das hat natürlich immer auch Auswirkungen auf die Währungen an sich. Und wenn wir hier das Ganze mal abschauen wollen, wir sehen es hier. Das hier die bärische Flagge ausgebrochen, nochmal hochgelaufen. Wieder das Widerstandslevel hier, die 1, 1,990, sind momentan die Barriere oder ist momentan die Barriere zur Oberseite. Und was wir hier halt an dieser Stelle auch sehen, ist dieser Schub zur Unterseite rein. Korrektur gehabt. Jetzt drehen wir wiederum aus dem momentanen Standpunkt und den Sicht oder der Sicht in den Tagesschatz. Ist es jetzt halt wichtig, was passiert hier unten? Also der Weg jetzt erstmal, wenn es hier weiter runter geht, ist die 1. Was haben wir da unten? 1869 als zwischentief erstmal angesetzt. Das wäre dann äh, die Fortsetzung dieses kleinen Trends hier zur Unterseite rein. Und wenn wir uns das mal eben in der Stunde auch anschauen wollen, dann sehen wir halt auch ganz klar, dass diese Gegenbewegung hier in der Stunde trendig nach oben gelaufen ist. Dieser Trend ist inzwischen rausgenommen. Es gibt hier einen Gegentrend und dieser Gegentrend nimmt mal ganz klar Fahrt auf zur Unterseite und der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite. Ja, mag möglicherweise hier die Marke um die 119 sein, da unten rum. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die wirklich so eine hohe Relevanz hat. Warum? Äh, das liegt einfach daran, dass es hier, das kam hier zwar zur Trendentstehung. Ähm, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob hier schon wieder Kauforders lauern oder wir die nicht eher hier unten in diesem Aufsammelbereich um die Marke hier äh, bei 1, was haben wir hier unten? 1,18 circa 75 sehen. Ähm, es ist auf alle Fälle mal eine relevante Marke hier, weil hier hat sich der Trend gebildet, also dieser Aufwärtstrend, den wir hier nach oben haben. Ich skizziere mal ganz kurz ein, also hier. Ging es zur Oberseite rauf, dann in die korrektive Phase rein und dann sind wir hier äh, definitiv nach oben durchgestartet und darüber gelaufen. Ähm, aber ja, es war halt hier ein ziemliches weites Gewackel. Ne? Wir sind hier nicht nur aufgesetzt und nach oben gelaufen, sondern wir sind auch deutlich nochmal drunter gelaufen. Äh, und deswegen sage ich wahrscheinlich, der bessere Auffangbereich hier auf der Unterseite, wenn wir die Dynamik weiter beibehalten, ist mal hier die Marke um die 1,1875 beziehungsweise dann hier unten das Zwischentief um die Marke von 1,1875. 1869. Auch hier nochmal der Blick in den kleinen Chartbereich rein. Und da sehen wir es halt, äh, warum wir hier unten in diesem Ausbruchsbereich, gerade wenn wir das kurzfristig anschauen, ähm, glaube ich, eher etwas tiefer schauen sollten. Hier haben wir einen kleinen Auffangbereich, wo möglicherweise noch Kauforders liegen könnten. Aber wie schon gesagt, das Nachhaltige sollte eher hier unten um die 1,1875 zu finden sein. Ne? Weil hier ging es oben drüber, dann wurde wieder abverkauft und erst dann kam der richtige Schwung zur Oberseite rauf. Und wie schon gesagt, hier oben an dem Zwischentief hat sich auch nichts aufgehalten. Und das ist hier das echte Zwischentief, was wir hier haben. Das heißt, das, was wir hier an dieser Stelle momentan sehen, was ich hier in blau markiert hatte, das war. Die Aufwärtsbewegung hier, der Aufwärtstrend, der Korrektive und der ist jetzt zwischenzeitlich tatsächlich durch diesen Abwärtstrend hier abgelöst worden. Und da kommen dann halt die Zwischentiefs in relevante Bereiche und die Zwischentiefs in diesem blau markierten Trend, die liegen halt die nächsten, die wir haben. Oder das nächste Zwischentief haben wir halt hier unten bei 1,18,75 und der kleine Haltebereich, wie ich schon gesagt, hier knapp um die 1.18.93 bin gespannt, wo es da entsprechend hingeht und dann kommen wir mal noch so ein bisschen zu den Wunschmärkten ähm, hier an dieser Stelle und zwar äh, haben wir noch die Frage zum WTI will das WTI jetzt tatsächlich schon wieder äh, nach Norden durchstarten äh, das war doch keine Korrektur im öl sondern nur ein Schockabverkauf <laughs> ähm, pass auf es spielt an sich überhaupt keine Rolle ähm, ähm, warum der Markt jetzt verkauft oder warum der Markt entsprechend kauft, äh, das ist völlig äh, egal. Ähm, für die Entscheidung ähm, bei der Betrachtung in der technischen Analyse ja, spielt es keine Rolle. Ähm, warum entsprechend der Preis jetzt dort steht, wo er steht, sondern äh, man fügt den einfach in die Bewegung ein. Ja? Und ähm, es ist einfach ein Trend, besteht aus Bewegungsarmen und Korrekturarmen ähm, und die wechseln sich halt entsprechend immer wieder ab. Und wenn wir uns jetzt mal ganz kurz hier das WTI mal vornehmen wollen, ähm, äh, unter der Maßgabe, und das ist egal, ob jetzt Schockverkauf oder, oder, oder nicht Schockverkauf, ähm, wir haben hier in der, in, der, in der Stunde einen intakten Abwärts. Trend, der ist hier zu sehen. Äh, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen wollen, hier äh, rein weg von der Trendgeschichte ist es halt einfach so. Ähm, wir sind hier, das hier ist der entsprechende Aufwärtstrend, der ist auch da, im größeren Bereich sogar noch deutlicher äh, als im kleineren Bereich und wir sehen es halt, im kleineren Bereich haben wir hier entsprechend den Abwärtstrend, der ist valide da. Und das Thema Korrektur hin oder her. Man muss sich jetzt halt hinstellen und sagen, welchen Chart trade ich denn jetzt entsprechend, beziehungsweise welcher Trend ist für mich richtungsgebend. Ja, das Bild im Großen. Wir haben hier einen Trend. Die Woche ist weiterhin aufwärts gerichtet. Der Trend, der nach unten läuft, der hat durchaus die Chance, noch deutlich tiefer reinzulaufen. Also hier unten bis in diesen Auffangbereich um die 51. Ja, das wäre mal sehr, sehr wichtig. Aber ähm, man muss halt einfach auch sagen, wir haben hier die Gegenbewegung gehabt in diesem Abwärtstrend und die dreht jetzt wieder rum. Und wenn wir hier unten drunter unter das Vortagestief fallen, ähm, dann geht halt die Korrektur definitiv zu Ende. Dann haben wir hier wieder den validen Abwärtstrend nach unten laufen äh, und dann ist halt der Weg Erstmal Freirichtung 58,24 und da kommt es jetzt darauf an, in welchem Kontext man das ganze Thema setzen möchte. Ja, Korrektur auf Wochenbasis ist mal ganz klar, jetzt nicht wirklich weit gelaufen, relativ ähm, relativ, sage ich mal, eng. Das heißt, wir kommen ja von hier unten raus um die Marke von was haben wir hier unten? Im Low hatten wir gehabt bei 1,3350 und das sind wir durchgestartet bis hier oben auf die Marke von knapp 68, etwas unter 68. Das ist natürlich schon sehr, sehr dynamisch nach oben gelaufen. Ne? Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, da haben wir halt jetzt den ersten Ritt korrigiert, aber das Potenzial nach unten ist definitiv da. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt ein Schock oder was auch immer. Es ging halt technisch einfach zur Unterseite ähm, rein. Wir haben weiter Potenzial zur Unterseite mit da. Aber ob der Markt jetzt tatsächlich weiter unten rausbricht oder nach oben läuft, das kann kein Mensch sagen. Wir sehen halt einfach nur hier äh, im kleineren Zeitrahmen, dass der Markt immer mal versucht nach oben rauf zu gehen ähm, und äh, stückchenweise auch nach oben ge gelaufen ist und dieser Widerstandsbereich hier um die ich sag mal über den Daumen knapp 62 ist halt jetzt entsprechend da und wenn wir jetzt hier rauskommen und wieder nach unten durchfallen und unter diese 58 fallen, dann war es das halt gewesen äh, mit den ersten Aufwärtstendenzen. Dann haben wir hier eine Ausweitung des, der Korrektur auf Wochenbasis zu sehen. Wenn man das Ganze hier allerdings im Tageschart betrachtet, haben wir halt einen validen Abwärtstrend. Und da ist das, was wir hier als Aufwärtsrichtung sehen, ganz klar die korrektive Phase. Und da heißt es halt auch, wenn die sich jetzt bestätigt zur Unterseite, geht es erstmal wieder runter hier Richtung 58, 24. Und wenn wir dort vorher oder eher ein bisschen früher rumdrehen und wieder nach oben laufen, haben wir halt die Chance, einen neuen Aufwärtstrend zu machen auf der Tagesbasis. Und das wäre dann das Umkehrsignal für die Wochenbasis. Also hier. Macht euch die Arbeit einfach, denkt da nicht zu viel drüber nach, sondern setzt es einfach in die zeitlichen Verläufe, in den Kontext zu den Trend, den ihr betrachtet und gut ist. Und dann kann man das Ganze auch relativ entspannt nehmen, um die eigenen Handelsideen entsprechend zu traden. Ja, also das im Thema kurz, der Blick in das Öl. Was haben wir hier noch? Fragen zu weiteren Titeln ähm, haben wir da an dieser Stelle keine. Wir bekommen hier noch eine Frage. Äh, wie die Bewertung in den Futures zustande gekommen oder kommen. Ja, die Future, ähm, ein Future heißt, es ist Englisch, dieses Wort heißt in Deutsch Zukunft ähm, und die Bewertung sind halt die Preisbewertung, äh, wenn man einfach sagt, okay, ähm, also ein, das ist sozusagen ein Termingeschäft, so ein Future, äh, und äh, wenn man dort entsprechend in einem solchen Termingeschäft sagt, okay, ich möchte in einem Monat beispielsweise das Fassöl ähm, äh, kaufen äh, zu 65 oder zu 60 US-Dollar, äh, dann haben wir hier an dieser Stelle Natürlich äh, den Vorgang der Preise, wenn man einfach weiß, ich möchte in, in ein oder zwei Monaten ähm, das Fassöl für 65 kaufen und auf der anderen Seite steht jemand da, der sich sagt, jawohl, äh, ich verkaufe dir in einem Monat das Fassöl für 65 Dollar, äh, dann ist das ein. Geschäft, was man jetzt für die Zukunft schreibt, und dann ist es halt so, dass man in einem Monat das Geschäft auch abwickelt. Das heißt, derjenige, der sich sagt, ich möchte das Fass für 65 Dollar kaufen, wird dann in einem Monat hergehen und sagen, gib mir das Öl bitte für 65 Dollar. Der Verkäufer muss das ganze Geschäft liefern. Also das sind auch, das sind auch, das sind auch Geschäfte, die ausgeführt werden müssen, und deswegen werden die dann auch abgeführt. Also das sind sozusagen die Zukunftspreise, die hier entsprechend gemacht werden. Diese Karte ist dann halt entsprechend da ähm, und dann gehen die beiden Händler dieses Geschäft ein und damit geben sich sozusagen die Preise für die Zukunft auch da. Das ist halt etwas, ähm, gerade beispielsweise für die Farmer ist das sehr, sehr wichtig, dass sie halt auch wissen, was wird denn überhaupt benötigt, ähm, weil es ist ja so bei Getreide beispielsweise, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich brauche diese Woche äh, 10 äh, Tonnen mehr, dass die dann plötzlich da sind. Das muss ja alles angebaut werden. Es gibt die Wachstums- und Reifeprozesse. Und dafür sind diese Geschäfte entsprechend auch da in diesem Bereich, zum Beispiel im Agrarbereich. Und das ist halt ganz normal gewachsen. Und das sind halt dann die Verträge, die man abschließt. Das heißt Futures. Und durch diese Angebot- und Nachfragekonstellationen ergeben sich dann die Zukunftspreise. Und das wird dann für die Zukunft entsprechend auch abgewickelt. Und dann haben wir jetzt hier. Ähm, geht noch US-Dollar, Kann-Dollar, na klar geht US-Dollar, Kann-Dollar noch, nehmen wir gleich mal rauf, da mache ich den Chart gleich mal noch mal groß hier äh, in der Videoübertragung und da gehen wir noch auf US-Dollar, Kann-Dollar mit auf, das ist überhaupt kein Problem. Hier natürlich wie immer der Blick zunächst in äh, den, äh, den Tageschart rein. Hier, das machen wir mit dem Klick auf den Tag. Und hier sehen wir es nach dem starken Abwärtsmove zur Unterseite rein, gingen wir hier in die korrektive Phase über. Wir leiten uns jetzt schön zur Oberseite rein. Ich mache den Chart mal kurz hier ein bisschen sauber. Ähm, und das, was wir jetzt hier sehen, ist quasi die schöne Gegenbewegung. Hier haben wir mal den letzten Move zur Unterseite quasi auch gehabt. Ähm, hier, ich mache mal kurz den Rest noch raus. So, also hier, das war der letzte deutliche Abwärtsschub, den wir hier gesehen haben. Das schauen wir uns auch gleich im 4-Stunden-Bereich an. Und wenn wir uns den Markt mal anschauen wollen, wir haben hier oben in diesem Abwärtstrend, oben um die knapp 1,27,45 haben wir hier an dieser Stelle den nächsten Widerstandsbereich. Das heißt, in dieser Art und Weise, bis da hoch, kann sich die Korrektur ohne weiteres ausdehnen. Wichtig jetzt aus aktueller Sicht zu sehen ist, was passiert denn hier aus diesem, an diesem Widerstandsbereich. Den haben wir ungefähr bei 1,25, 75 rumliegen. Das ist hier aus diesem kleineren Trend nach unten hin. Das ist quasi der Bewegungstrend. Im Kontext zu diesem starken von oben rauskommend. Und da ist es jetzt tatsächlich so, wenn wir uns das in den vier Stunden mal anschauen wollen, da ist dieser Bewegungstrend hier, der letzte Arm, auch definitiv rausgenommen. Na, hier der Trendverlauf, der kam hier an dieser Stelle. Und damit haben wir jetzt den Kontext oben auch liegen. Heißt also, nehmen wir tatsächlich hier diesen Drehbereich, den wir gerade gesehen haben, auf der Tagesbasis. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Tag zurück. Also das ist das Level, was wir hier gehabt haben, als ich hier unten. Der Markt nach unten fortgesetzt hat an dieser Stelle hier. Das ist das wichtige Level. Warte, ich zeichne das mal ganz kurz noch ein. Von hier nach hier. Da unten kam es dann raus. Ähm, das sehen wir jetzt hier in den vier Stunden auch. Da ist dieser Drehbereich. Und wenn wir den tatsächlich rausnehmen, dann haben wir gute Chancen, ein Stück weit höher zu laufen. Und das heißt dann hier, wenn wir uns mal auf die höheren Preisbereiche legen, hier dass der Drehpunkt um die 126 knapp 85 hier bis oben rein in die 127, das wäre dann mal das nächste Feld und da ist deutlich Potenzial zur Oberseite hin, was wir in die Korrekturausweitung mit reinnehmen können, ob es soweit kommt muss man erst mal sehen, ähm, weil gerade wenn man das aktuelle Chartbild sich hier auch anschaut, schaut man, wenn man hier mal kurz die Oberseite verbindet, ähm, dass die flache abläuft. Man kann von mir aus auch das Ganze so machen hier an dieser Stelle diese Oberseiten äh, miteinander verbinden und dann die Unterseite. Dann sehen wir an dieser Stelle schon einen Keil und Keile sind ja in diesem Kontext hier äh, so konzipiert, dass die Keile in der Regel zur Unterseite durchbrechen. Das heißt, kommt es hier zum Durchbruch in die Unterseite rein, hätten wir dann das Ende der Korrektur zu sehen und dann haben wir die Unterseite plötzlich wieder auf der Uhr. Das heißt, das wäre dann interessant, wenn wir unten rausbrechen, hier. Das Zwischentief entsprechend ähm, hier an dieser Stelle 1,24,74 bzw. hier relativ nah dann noch der Auffangpunkt um die 1,24 knapp 62 und dann ist der Weg nach unten frei. Ja? Und das hier unten rein, hier an dieser Stelle 1,23 äh, knapp 65, das Zwischentief, das ist dann da und da haben wir halt hier den Keil und da wird sich jetzt wirklich zeigen, wenn wir hier Momentum reinbekommen über diesen Widerstand drauf dann haben wir gute Chancen hier den Schub nach oben noch ein Stück weit mitzunehmen die übergeordnete Richtung ist aber abwärts das heißt wir sind hier nur in der Korrektur quasi drinnen und das was wir hier im 4 Stunden Chart sehen ist halt hier im kleinstbereich wo gemerkt das ist der kleinstbereich das ist ein Keil und dieser Keil in der Verordnung eines Abwärtstrends hier das ist eher ein Zeichen dass der Markt irgendwann wieder rumdreht und zur Unterseite rausgeht also auch hier wieder ein schöner Drehbereich der durchaus relativ zeit das Thema mit aufnimmt, und wenn wir hier tatsächlich oben drüber laufen, dann sieht man auch ziemlich schnell, was hier passiert. Denn dann gleicht sich das Ganze aus, und dann wird aus so einem Keil ein ja, sag ich mal, Kanal an dieser Stelle. Und das ist dann der Punkt, wo man zusehen kann, wie sich der Markt entsprechend verändert. Man muss das dann nur adaptieren und für sein eigenes Trading nutzen und den Trade entsprechend darauf planen, dass quasi der Blick in das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar so. Gut, passt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir hier soweit mit durch? Hier ist noch kurz eine Frage, gilt das auch für Währungen? Äh, die Frage auf den Future. Ein Future ist ein Future. Und ähm, also diese Geschäfte, diese zeitlichen Geschäfte für die Zukunft betreffen alles. Also jeder Kontrakt, der dort geschrieben wird, egal was es ist, das ist im Endeffekt genau das, was man hat. Die haben ganz normale Verfallsdaten. Wie schon gesagt, wenn wir hier in, äh, sag ich mal Zukunft bei Tickmill auch die Futures mit besprechen können wir das Thema noch mal genau näher beleuchten, ähm, aber das ist halt etwas ja genau das Ganze mit den Futures wie ein Future Kontrakt funktioniert, das ist für alles gleich, das gilt für alles für die Futures auf die Währungen genauso wie auf die Indizes oder die Rohstoffe, Das spielt keine Rolle das Grundgeschäft die Art und Weise wie das Ganze funktioniert ist da absolut identisch und das ist gut für uns, weil dort können wir äh, auch gut sehen, wo Stärke, wo Schwäche reinkommt und das Ganze dann entsprechend auch mit kombinieren. An dieser Stelle war es das für den heutigen Morgen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start in den Handelstag, einen erfolgreichen Dienstag an dieser Stelle. Danke fürs Liken. Wer es noch nicht getan hat, bitte jetzt nochmal auf den Daumen-Button klicken hier, egal ob in Facebook oder äh, dann auch auf dem YouTube-Kanal in der Aufzeichnung. Das wirkt alles und das ist schön für mich zu sehen und bringt die Community weiter voran und das ist das, was wir brauchen. Wir wollen hier wachsen, so viele Menschen wie möglich den Einblick in die Kapitalmärkte mit den richtigen Entscheidungshilfen geben und das Ganze mache ich hier gerne jeden Früh an dieser Stelle. Traden Sie den Plan, nein, planen Sie den Trade, irgendwann kriege ich das auch hin und dann entsprechend traden Sie den Plan, dann läuft das und ich sage Tschüss, bis morgen, danke fürs Zuschauen.